Aston Martin auf dem Parkplatz von Lewis. Das verstehe ich nicht. DB11, das ist... Guten Abend, Herr Bottas. Mahlzeit. Was macht die Karre von Alessio auf dem Parkplatz von Lewis? Ich glaube, das ist Lewis ist auch damit gefahren, weil ich habe nur Lewis und Steinfeld gesehen und die sind da hinten am Krankenwagen. Was machen die im Krankenwagen? Ich habe nur Herrn Chamber irgendwie Herrn Steinfeld jagen sehen und was da hinten passiert ist, habe ich nicht mitbekommen. Warum klingen Sie, als hätten Sie die letzten 3 Jahre gesoffen? Ich war die letzten Tage krank und jetzt geht's wieder. Gute Besserung. Ich gehe mal darüber. Okay. Doch, der hat eine Blume als Freundin. Doch. Naja, es ist eher so ein Strauch. Nee, es ist ein Strauch. Also laut Michael ist es ein Farn. Nein, es ist ein Strauch. Ein einfacher Strauch. Ein Fisch wäre ja noch schlimmer. Der muss sich gleich nur umziehen. So. Was ist hier denn los? Alter! Das okay. Ja, ja, okay. Ist auch knapp. Soll ich die Tackernadeln, die Tasernadeln vielleicht auch direkt rausnehmen? Ja, bitte. So, dann machen wir die Tasernadeln gerade noch raus. Brauchen 9 Straftatbestand, Mobbing. So. Auf 3, Rachel? Ja. 1, 2, 3. Tut gar nicht weh! Du stellst dich aber auch an. Wir haben extra gedreht beim Rausziehen. Ich hab doch gesagt, das tut nicht weh. Mhm. Nein. Ich hab ihn gefragt, ob er mich verarschen will. Und seine Antwort darauf war, das war mein Plan. Daraufhin habe ich die Keule gezogen. So. Übelkeit, nein. Kopfschmerzen, Schwindel. Ja, bis jetzt ein bisschen selber schuld, Steinfeld. Also ein bisschen übel ist mir schon, aber das wird besser, wenn Louis sich umdreht. Also für alles weiter übernehme ich keine Garantie. Steinfeld, es geht genauso weiter, wie es gestern aufgehört hat. Also. Hallo Ryan, wie geht's dir? Ja, doch, gut soweit. Ja, toll, gell? Andrew, diesmal sind's eure Taser. Guter Start in den Tag. Okay. Er denkt sich, alles oder klar, die eine Nadel, ich die andere. Demnächst bin ich abgehärtet, da macht mir so ein Taserschuss nichts mehr aus. Ja, wahrscheinlich. So, ja. Eins. Das Gute ist, der muss nicht auf Klo, wenn er immer durch Taserschüsse seine Blase entleert. Auf 5? Okay. Ja, hat seine Vorteile. 2, 2, 5! So, weiter. Nein! Warum habe ich das Gefühl, Herr Steinfeld mag keine Tasernadeln? Ah, ich weiß nicht. Er mag den Tasernadeln. Weiß nicht, ich mag die rausziehen. Ach so, ja dann. Ey, wolltest du gerade abhauen? Der ist schon immun. Ei, soll ich die bei dir auch gerade mal rausnehmen? Mal leuten wir uns davon auch keinen Taser geben, Luis. Nee, warte mal. Wirklich nicht. Denk dran, wir müssen drehen. So. Gleichzeitig, Andrew? Steinfeld übernimmt die Rechnung für beide. Ja. Warte. So. Ja, aber komm, also der Spruch von Steinfeld, den muss man ihm jetzt lassen. Der war schon gar nicht mal so schlecht. Er war gut, ja. War gut, ja. Steinfeld fährt. Er ist komplett. Ah, stimmt. Dings, Valeska wollte uns noch was vorstellen. Ich war. Wegen Weingut. Steinfeld, kannst du eigentlich mal die Scheiben hier drin schwarz machen? Geht das? Wahrscheinlich schon, ja. Natürlich geht das. Ja, dann kann man von außen nicht so reingucken. Fühlst du dich irgendwie... exponiert, ich fühle mich beobachtet. Oder? Ich mag das nicht, wenn Autos keine Folie auf den Scheiben haben. Was geht denn mit dem? Was hast du denn in letzter Zeit mit Vampiren? Das war gestern schon so, Ryan. Hör mal, du Vogel! Ist dir aufgefallen, dass du über die Straße läufst? Ja, da muss ich doch drüber auf die andere Seite. Drüber auf die andere Seite? Was? Sag mal, willst du mich verkacken? Polizei. Wir sind vom DEA. Du hast gesehen, dass ich dich gerade fast über den Haufen gebügelt hätte, oder? Jum. Warum nimmst du da nicht einfach eine scheiß Verkehrsinsel? Oder warum guckst du nicht nach links, nach rechts und wieder nach links, bevor du über die Straße gehst? Haben deine Eltern dir das nicht beigebracht? Nein. Und in der Straßenmitte nochmal nach rechts. Denk da mal, mach ich das. Wer bist denn du? Ich bin der Tom. Wie? Tom. Tom. Der Tom. Ist das der legendäre Tom? John. John Teach. John Teach. Und geboren am 1.8.86. Und wo rennst du hin, John Teach?
Ich suche mir die Abfalleimer zum was essen organisieren. Ich hab Hunger. Ach, du bist obdachlos. Jump. Okay, Ryan, wir müssen fahren, komm. Nee. Wir haben einen ganz dringenden Termin. Nein. Komm! Nein. Ryan! Du bist obdachlos. Jump. Du stinkst auch. Nein. Wann hast denn du das letzte Mal was gegessen, John? Gestern Abend. Gestern Abend? Du hast heute noch nichts gegessen. Nein, wir müssen den hier wegkriegen. Wann warst denn du das letzte Mal duschen, John? Einfällt. Ja, lange. Keine Ahnung, ich bin so schwach. Ich fühle mich wie, als wäre ich 20 Mal getasert und umgehauen worden. Sonst würde ich ihn ja direkt wegziehen. Er ist obdachlos und hat gestern Abend das letzte Mal gegessen, Louis. Jum. Mein Magen. Steig ein, John. Oh Gott. Mal die Fenster bitte runter. Schönes Auto. Wow. Ja, hast du irgendwelche Drogen genommen oder gesoffen, John? Nein. Keiner macht die Drogen. Du trinkst doch kein Alkohol. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Alkohol ist Gift. Ui. Warum bist du obdachlos? Wie kommst du, dass du obdachlos bist? Ja, einen Zopf verloren und alles kommen kann. Also was hast du gearbeitet? Bei der Feuerwehr. Du bist auf der Suche nach Mülleimern gerade gewesen, um dir was zu essen zu holen. Jung, gestern habe ich 5 Glückseier gehabt. Okay, komm. Ich schließe auf. So. Nichts anpacken, was ich dir nicht erlaube anzupacken, John. Jung. Mitkommen. Sag mal, wann warst du das letzte Mal einkaufen? Der Kühlschrank ist leer. Meine Frau ist ja auch nicht da. Meine Fresse. So, John. Jung. Hier ist das Badezimmer. Deine Klamotten legst du so lange über die Toilette, nirgendwo anders hin. Ich will nicht, dass du mir den Fußboden damit versaust. Du ziehst dich erst aus, wenn ich draußen bin. Weh, ich sehe jetzt was ich nicht sehen möchte. Alkohol drin. Gut. Ich sag's nur. Ina hat ja wegen Noah, deswegen wird das alles so, ne? Schon einstudiert. Ne? Ich kann so einen nicht draußen rumlaufen lassen. Ihr wisst das. Ging es um den Penner? Ja. Was hast du ihm gesagt? Dass ich Hilfe brauche. So. Nein, Jose, bitte nein, hilf mir, Louis Jose. Braucht keine Hilfe. Guck mal, der steht hier der schon nackig. Natürlich, weil der gerade aus der Dusche kommt und ich gesagt habe, dass der seine Kleidung mit dem Eimer aus dem Fenster schmeißen soll. Jose, bitte hilf mir, sag was Schlechtes gegen den, sag da, sei nicht auf mir, bitte. Der Mann braucht er? Hilfe. John. Wie ist dein Name, Penner? John. Er ist jetzt also schon der Penner, ja? Ja, naja, er ist ein Penner. Warum sprichst du mit Penner an? Das ist abwertend. Nein, das ist okay. Vielleicht, er klingt sogar so ein bisschen wie Noah. Ich verstehe kein Wort, was der labert, was? Batas, ich weiß, du musst was kompensieren, weil du auf kurzem Noah verloren hast. Ne? Das ist kein Problem, das kriegen wir wieder hin. Ne? Aber das, was du jetzt gerade fühlst, das ist nicht gut. Das weiß ich. Der ist über die Straße gelaufen. Wir haben den fast tot gefahren. Der hat in Mülltonnen nach Essen gesucht. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Und ja, ich behandle jeden Menschen von oben herab und bewerfe ihn mit Scheiße, wenn es sein muss. Lass ich ihn auch noch seine eigene Scheiße fressen, ja? Aber der Mann ist ein Penner und hat alles verloren und wohnt auf der Straße und frisst aus einer Mülltonne. Ja, jeder kann mich als einen herzlosen Menschen betiteln. Das ist in Ordnung. Aber ich gucke nicht zu, wie der Typ da vorne aus einer Mülltonne frisst. Wenn der auf den Beinen ist, wenn der einen anständigen Job hat, dann behandle ich den auch wie Scheiße. Aber bis dahin werde ich dem auf die Beine helfen. Nimm mal John in den Arm. Dann kommst du auch wieder runter. Ryan, hast du mal überlegt, anstatt jeden Penner aufzulesen, eine Stiftung zu machen, den einfach dir Leute anzuschaffen, die zum Beispiel beim Casino rumeiern, Praktikanten sind, einfach sämtliche Penner zu suchen, die mal denen Essen zu geben, die zu duschen, die anzuziehen und irgendwie Geld in so eine Stiftung zu stecken, dann bist du ein Engel und alles ist cool. Die kenne ich ja nicht. Darf ich den boxen, um zu gucken, ob der genauso gut boxt wie Noah? Noah war damals gar nicht schlecht mit seinem Drunken Monkey Style. Nein, der kriegt jetzt erstmal was zum Anziehen. Der Arme steht ja nur in der Unterhose. Hast du gerade meine Orange genascht? War das nicht Plastik? Nein. Als wenn du frisches Obst im Haus hast. Dir ist klar, dass die... Schmeckt dir komisch? Nein. Ja. Das ist Plastikobst gewesen. Komm mal her, ich geb dir was zu essen. Hier ist ein Kühlschrank, da ist nichts drin. Ich war nicht einkaufen, meine Frau ist nicht mehr da. Warte, ich hab mal was. Hier, pack das in den Beutel, dann musst du es nicht die ganze Zeit in der Hand halten. So, können wir jetzt den Penner zu einem Kleidungsladen bringen? Ja. In welchem Auto? Natürlich.
Wir haben übrigens kein Auto, wir haben nur dein Auto. Wir sind beide in dem... Ja, dann könnt ihr mit meinem Auto fahren. Mit dem Pagani? Also da verlässt man sich einmal drauf, dass ihr mit 8 Autos hier oben seid, ne? Weil ihr immer mit 8 Autos wart. Ja, aber die Jungs räumen die Autos irgendwann wieder weg. Also die warten, bis ich mir eins ausgesucht habe und dann räumen die anderen wieder weg. Oh, mittlerweile hat er ja schon 2 Autos immer in der Garage. Nee, ich sitze jetzt auf der anderen Seite. Wie geht's dir nach der Dusche, Penner? Wunderbar. Klingt nicht mehr so. Ja, deshalb, Steinfeld, vielleicht bist du gleich obdachlos. Bitte nicht. Steinfeld und obdachlos, das würde ich mal gern sehen. So, geh dir was Frisches zum Anziehen holen. Ich brauche einen neuen Anzug. Ist nicht hier dieses Wagyu Beef jetzt der neue Shit? Das ist ja das gleiche in grün. Achso. Ich bin für einen einfachen Burger mit Pommes. Da geht's lediglich um die Region. Ein paar Tacos, dann bin ich dabei. Würde ich auch nehmen. Und Kobe ist, glaube ich, auch Wagyu Region irgendwie. Steinfeld, du bist der Allwissende. Also Kobe ist, meine ich... Hallo. Was hast du getan? Nur nochmal ein. Er fühlt das. Ich habe gesagt, in der Region von Wagyu oder genau, so irgendwas. Irgendwie so. Also das ist was halt ist das auf seinem T-Shirt? Er wollte das. Er fühlt sich, er identifiziert sich mit dem Bär. Ist das ein Bär? Hat er gerade einen Bär gemacht? Hat er gemacht? So ein Emo-Mädchen. Das braucht. Okay. So. Nice. Pennerbär. John. Komm mal zu mir. Jetzt gibt er ihm noch Geld, seine Telefonnummer. Wenn du irgendwas brauchst, wenn du irgendwas isst, ruf mich an. Hey, ich hab dir auch noch ein kleines Geschenk. Was ist für ein Geschenk? Ich würde. Und irgendwann. Ich hab jetzt gestern in einem Glücksei gefunden. In einem Glücksei. Und trägt einen Anzug. Den hattest du auch in deinen alten Klamotten, oder? Nein. Bring du einen Hund um. Das ist ja meine Blutfeste. Mercedes. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Pennerbär. Danke, Son. Ciao. Hau rein. Ihr könnt mir nicht zum Vorwurf machen, dass ich eine Schwäche für gescheiterte Existenzen habe. Nee, sonst wäre Steinfeld ja nicht bei uns. Mhm. Steinfeld, ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass dein Auto auf dem falschen Parkplatz steht. Ich darauf aufmerksam machen, dass dein Auto auf meinem Parkplatz steht, Ryan. Steinfeld, ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass mir das scheißegal ist. mein Handy klingelt. Steinfeld? Oh, Telefon. Das unterstreicht meine These. Einen schönen guten Abend, Herr Batz. Geben Sie mir mal ganz kurz 2-3 Sekunden, mal ganz kurz hier raus. Haben Sie was für mich? Ach so, wegen gestern. Mhm. Das ist jederzeit auftreibbar, um es mal so zu sagen. Dann habe ich vielleicht auch was für Sie. Jetzt schon? Also, nicht falsch verstehen, also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Naja, ich habe Ihnen gesagt, wir haben Beweise und der Fall ist ja gut, offensichtlich. Ja, also das Einzige, was wir gemacht haben, ist das Ganze aufzuarbeiten. Ja gut. Ich bin aktuell noch am PD, ich bin noch im Gespräch gerade. Ich denke mal, es geht noch 10 Minuten circa. Treffen wir uns da, wo wir losgefahren sind, bevor sie entführt worden sind. Also nicht an dem Ort, wo sie entführt worden sind, sondern da, wo wir losgefahren sind, bevor sie entführt worden sind. Ja, der am PD in der Nähe da, die Ecke da. Exakt. Ja, dann bin ich in 10 Minuten da. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Da hast du den 4-Sitzer. Machst du? Luis, Friedrich, ich hab die Kindersitze bereit. Was? Tschüss. Später. Was hast du mit dem Auto angestellt? Wieso ist der überall verbeult? Beim Ausparken vor die Mauer geknallt. Ja, aus der Garage fahren, du weißt ja, der Tor klemmt da manchmal und dann. Ja. Hallo, Herr Barnes. Nein, wunderschön. Hallo Barnes. Wie findest du eigentlich deinen Kollegen Coleman? Hab mit ihm nur gesprochen. Ich bin mit ihm bis jetzt noch nie gefahren, aber ich bin ein Kollege. Zum Kotzen, der Typ. Okay. Ich denke, ich brauche nicht nachzählen. Um Gottes Willen, nein. Okay, dann wollen wir Ihnen da mal was rüberreichen. Wenn Sie mal auf Ihr Bluetooth schauen. Mhm. Das können Sie halt direkt abgeben, ne? Also, wenn bei uns gearbeitet wird, dann auch richtig. Das ist Ihr
FIB-interner Polizeibericht, der nicht nur diesen Sachverhalt zusammenfasst, sondern das Ganze ist auch direkt in Ihrem Namen geschrieben, sodass Sie diesen Bericht nur noch in Hände der Polizeileitung übergeben müssen. Das heißt, Sie haben nicht nur einen Fall aufgeklärt, der aufklärt, dass eine Ihrer Kollegen oder Kolleginnen eine korrupte Sau ist, sondern Sie können sich noch mit einer derartigen FIB-Arbeit zusätzlich mit Federn schmücken. Yep. Alter Verwalter. Überfliegt das gerade ganz kurz. Du kennst ja das gar nicht, wa? Wir sehen wahrscheinlich noch nicht mal eure Akten aus. Doch, eine schon. Gerade husten. Für den Fall hier Newman wurde ja auch was fürs FIB fertig gemacht. Das hatte den gleichen Anspruch. Ist gut oder ist gut? Ja. Hilft den Fall zu klären? Ist jetzt aber natürlich noch viel Rätselraten mit den ganzen geschwärzten Namen und Zeugen. Das hätte ich tatsächlich jetzt auch angesprochen. Ja. Ja, also gut, ich meine, es ist ja jetzt nicht nur den Fall, den wir aufklären, sondern am Ende des Tages machen wir ja auch noch Ihre Arbeit. Pass auf, Barnes, wir machen das folgendermaßen. Wort ist Wort. Wir haben gesagt, für den Koffer bekommst du alle Informationen, die nötig sind. Ich gebe dir die Variante mit allen Informationen, die nötig sind. Und als Zeichen deiner Dankbarkeit, weil wir das in deinem Namen für dich komplett aufbearbeitet haben, gibst du einen zweiten Gefallen obendrauf, so auf, wie sagen die coolen Kids von heute, Ehrenkopfbasis. Ehrenkopfbasis, okay. Sagt man das so? Ich hab keine Ahnung. Machen wir so? Von mir aus. Aha! Hast es per Bluetooth. Mensch. Hätten wir das nicht von Anfang an zu klären können? Nee, dann hätten wir jetzt den zweiten Gefahren nicht bekommen. Ja, gut. Viel okay. Freude damit. Ich wünsche einen dann schönen Tag, wenn wir mal wieder Ihre Arbeit übernehmen sollen. Rufen Sie uns an. Ja, dankeschön. Schönen Abend. Oh.